Uh, eine neue Minecraft-Welt. Ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ein Tunnel, eine Straße, eine Kiste und Wow, ein gigantischer Aquapark. Na gut, die Einsendung heißt auch Aquapark. Deshalb konnte ich mir fast schon denken, dass es sich hierbei um einen solchen Aquapark handelt. Aber vor allem, wenn wir allein schon mal auf die Minimap gucken, was das für ein cooles Gebäude ist. Wow. Okay, wir können auf jeden Fall mal wieder was erwarten. Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Und damit herzlich willkommen zum Minecraft Aquapark, der mir von Luis eingeschickt worden ist. Der ihn zusammen mit äh, Fox gebaut hat. Und das ist ein Aquapark mit vielen verschiedenen Aktivitäten, wie zum Beispiel einer Sauna, Cafeteria und noch vielem weiteren. So, wir haben hier eine kleine Kiste, die Straße, die zum Aquapark hinführt. Gucken wir erstmal rein. Emeralds, das wird wahrscheinlich die Bezahlung sein. Mal ganz kurz hier, dass ich mir noch ein bisschen die Sichtweite ein bisschen anders mache, dass wir auch ordentlich Leistung hier drauf haben. So, falls das Licht an den Schranken an ist, ist das Bad geschlossen. Also Licht an, gleich zu. Ähm, aber hier muss man, ne, es kann ein bisschen länger dauern. Hier hältst du Rückgeld, okay. Äh, die Parkgebühren betragen zwei Emeralds. Eins, zwei. Okay, ich habe jetzt ein Parkticket erstmal angefordert. Oha, sehr, sehr schön, sieht gut aus. Hier hältst du das Rückgeld, genau, ich kann jetzt einfahren und äh, ja, ich glaube, das System ist dann so. Wie ist das denn mit dem Ausfahren? Bekomme ich kein Parkticket oder so? Oder muss ich dann nochmal ein Parkticket ziehen? Hm, werden wir es herausfinden. So, alles schön gemacht. Erstmal kleiner Parkplatz, ne? Wir kommen dann hier an, wie auch immer, kleinen Vorplatz. Und dann geht es rein in den Aquapark, der aktuell zu ist. Oh, nee, 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 nee. Es ist eine automatische Tür. Oh, wie cool. Nochmal. Geht das automatisch? Oha. Hü, sogar musikalisch begleitet. Gefällt mir sehr gut. Da sind die beiden Erbauern nochmal zu sehen. Und das ist... Der Eingangsbereich. Jetzt bin ich ja gespannt. Betrag hier in Emeralds einlegen. Zu zahlener Betrag als Menge, quasi mit Display, finde ich gut gemacht, oder? Acht Emeralds, Oase, Gym-Ticket, sechs Emeralds Sport, Spaß-Ticket äh, und ein Sauna-Ticket. Ähm, hm, hm, hm. Oase und Gym-Ticket. Muss man, muss man unterschiedliche Sachen hier kaufen? Also muss ich alles kaufen? Ich, ich kann ja mal kurz gucken. Möchte ich, kann ich mehrere Sachen auswählen? Ja, ich kann mehrere Sachen auswählen. Oha. Okay, ein cooles Interface. Wir kaufen mal direkt alles, ne? Was müssen wir bezahlen? Äh, ah, ja, okay. Ah, verstehe. Hm. Hier äh, addiert das System wahrscheinlich jetzt den Betrag, den ich bezahlen muss. Also sagt dann, was ich bezahlen muss. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt, ne? Guck mal rein. Insgesamt müssten wir 8 plus 6 plus 4. Das sind äh, 12 plus 6 sind 18, wenn ich mich jetzt nicht ganz geirrt habe. Äh, also, ähm, wieso habe ich so kompliziert? 4 plus 6 sind 10 plus 8, genau, 18. Ist ein bisschen langsam, das System. Könnte ein bisschen schneller sein, ne? Ich glaube, er geht noch hoch. Nee, wir haben einen Discount bekommen. Okay, auch geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe mal 11 bezahlt. Wir sehen, das System schaltet auf jeden Fall richtig. Es geht runter. Und wir zahlen noch eine Merit mehr und das müsste es jetzt gewesen sein. Wir können unsere Tickets entnehmen. Jammern. Was? Ganz schön viel Papierkram, ne? Es, ist, es könnte ein deutsches Bad sein. Oh, oh Gott. Oh, ja. Ähm, so, was haben wir denn hier? Hier eins der drei Tickets einlegen. Okay, alles klar. Wie? Kommt auf der anderen Seite zurück. Eins der drei Tickets. Okay, ich glaube, es ist egal, welches Ticket wir reinlegen, weil mit jedem Ticket ja das Bad betreten werden kann. Die Frage ist nur. Wo kommt das Ticket? Wie? da ah, da raus. Okay, alles klar, verstehe. So, es geht hier durch. Wir haben hier nochmal einen Notausgang. Wir haben Spindschlüssel. Die spinnen doch, diese Schlüssel. Äh, ja, würde ich mal machen, ne? Was kostet das? Ein Emerald. Hier steht nichts, wie teuer das ist. Take my money. Oh. Ah, die, die sind schon. Ich habe mehrere gerade gekauft. Okay, die Technik ist leise. Ähm, wir nehmen die 001. Ja, sehr schön. Wo sind die Spinde denn? Oh, das ist schön gemacht hier mit dem Boden. Das gefällt mir gut. Ähm, oh, das hat richtige, richtige Badeanstalt-Vibes, ne? Oh ja, oh ja. So, so stelle ich mir bei wirklich ein Badezimmer vor. Sehr, sehr nice. 01, ist das der Spind? Ausgabe? Nur für Personal? Also 001. Das scheint mir aber dann wahrscheinlich der Spind zu sein, ne? Oder muss man den hier oben reinlegen? Oh! Uh, das ist ja cool gemacht. Das ist ja mega cool gemacht. Warte mal, da, da muss ich jetzt mal gerade gucken hier. Da bin ich jetzt als Redstoner gerade äh, interessiert, wie sie das gemacht haben. Das ist, ja, das ist ja eine feine Technik. Also mein großes Lob an die äh, Erbauer. Das ist, sehr, also, das ist sehr innovativ, Also so zu machen. Quasi die Türen blockieren, den Spind. Hier legt man das ein. So, dann kann ich jetzt hier dran gehen und kann dann quasi das wieder rausnehmen. Ich dachte eigentlich, das ist irgendwie anders gemacht. Und wenn ich den Schlüssel woanders reinlege, passiert nichts. Das ist sehr innovativ gemacht. Respekt. Also gefällt mir, wie es gemacht worden ist. I like, I like. Gut. Ähm, so, den Spitzschuss können wir später wieder zurückgehen. Und jetzt geht's ab hier. Na, guck mal, das gefällt mir gleich. Ne? Wir haben Badeanstalt Bade uh, und ich sehe erstmal ganz viel Rats und ein Fahrstuhl. Oha! Zeig her. Wie? Das heißt, ich klicke dann hier drauf und dann fährt das Ding nach oben oder wie? Huh? Oh, der ist fast runtergekommen. Oh, ich glaube. Ja, ich glaube, das Minecart ist hier nicht mal richtig positioniert, ne? Ja. Okay, das, eine, das Minecart war nicht richtig positioniert. So müsste es eigentlich sein. Ja, das eine Minecraft fährt sachte runter, das andere Minecart fährt dann relativ schnell nach oben. Man hat sich das Minecraft leicht verschoben. Ah, das ist auch cool gemacht. So, zack, so kommen wir nach oben. Und hier oben können wir aussteigen. Was ist das hier oben überhaupt? Äh, wenn die Lampe an, ist der nächste dran. Das scheint mir eine Cafeteria oder sowas in der Art zu sein. Das ist Gym. Hier ist saved Gim. Ähm Das ist proteinbar. Ist hier der Eingang in das Gym? Also muss ich, hier, muss ich hier den Schlüssel fürs Gym reinlegen? Ich mache mal ganz kurz äh, Gym-Ticket Sport Spaß-Ticket. Ich mache mal das Gym-Ticket hier rein. Mal gucken. Ob... Ja, okay, krass. Ist richtig gewesen. Das hier wäre der Ausgang. Alles klar. Okay. Ähm, ja, das ist ein klassisches Gym. Das heißt quasi mit ganz vielen verschiedenen Übungen. Ich muss fairerweise sagen, ich war noch nie in einem Gym. Seid ihr Gymgänger, Leute? Seid ihr das? Ich, ich, ich mache zwar schon gerne Sport und so. Aber mein Sport ist hauptsächlich eher Tennis und Golfen als äh, Gönn machen. Aber wohl, ne, muss man ja gucken. Ich, ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen Gerätschaften funktionieren. Ich, ich, ich finde das immer ganz interessant. Ähm, aber ja, was haben wir hier? Falls die Lampe an ist, kann das Essen nur noch selbst sein. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar Frame Drops. Ich gehe nochmal mit der Sichtweite ein bisschen weiter runter. Äh, ich frage mich, was, warum, warum wir so viele Frames hier verlieren. Aber egal. Ähm, was müssen wir denn hier machen? All you can eat, 24 Emeralds. 24 Emeralds. Das ist ja teurer als das Ticket zusammen hier. 20, 23, 22, 23. Werden die verbrannt? Ah, ah, no. Was zum Kuckuck? Imagine, ihr bezahlt einfach Geld und hört, wie das Geld verbrannt wird. Hallo? Hallo, wo, wo, wofür bezahle ich das Essen? Oh, Frechheit. Frechheit. Wirklich, ich glaube es ja wohl. Selbstabholung. Tisch 1. Ah, hier oben ist erklärt. Tisch 1. Okay, ich möchte gerne Melonen haben. Steak. Chicken. Suppe. Und Suppe und Glowberries und Cookies. So, ne, also für die 24 ähm, Emeralds möchte ich ja auch ein saftiges Menü haben. So, Bestellung in Auftrag geben. Klicken wir hier drauf. Okay. Wird das jetzt an Tisch 1 geliefert, das Essen? So würde ich es jetzt machen. Tisch 3. So. Tisch 2. Glücksbrunnen, ein Emerald. Alter, man muss ja alles bezahlen. Tisch 1. Wow, okay, Respekt. Okay, boah, toll. 1 mm, plus. Hat äußerst gut funktioniert. Ich wusste auch sofort, was zu tun ist. Oh, guck mal, guck mal, wie cool das gemacht ist. Das kenne ich tatsächlich. Ich war in der Therme Erdingen und da war das auch so, dass es da, da konnte man so essen, so das so eine Pizzeria und davor war so, so ein kleiner Babypool. Da konnten so Babys rumplanschen. Das heißt, die Eltern konnten essen, während die Babys im Babypool planschen konnten. Das war lustig. Das fand ich schön. Okay, das äh, hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das Respekt. Also ich habe schon viele Restaurants gesehen und oftmals funktionieren die nicht so super gut, um ganz lieb zu sein. Okay. Ich habe einen Emerald bezahlt. Und wir können hier noch mehr bezahlen. Noch mehr bezahlen und noch mehr bezahlen. Noch mehr bezahlen. Selbstabholung. Äh, Suspicious, du. Bier. Ein Emerald. Was kann das Bier hier? Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was, was ist das hier für ein Knopf? Selbstabholung. Muss ich da drauf drücken? Wird das dann hier hingeliefert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Achso, wahrscheinlich da hinten. Achso, man kann da hinten wahrscheinlich Selbstabholung auswählen. Und äh, diese Automaten, wie funktionieren die? Ah ja, okay, die sind einfach Changing-Automate. Okay, das Bier trinken wir bloß nicht. Und hier haben wir auch nochmal Personal. Das heißt, da können wir nochmal in die Technik reingucken. Und die Technik ist gut. Sehr, sehr gut. Also, wir haben die Cafeteria gesehen. Wir haben das Gym gesehen. Ist ein bisschen lustig, ne? Erst trainierst du und danach kannst du dich mit ganz, ganz viele, ganz viele Sachen zusammenstecken. Aber der Preis. Halleluja. Und vor allem, dass das Geld verbrannt wird. Nein. Das ist so realistisch. Leute, wenn euch das Video gefällt, unterstützt gerne den Kanal mit einem Daumen nach oben und vielleicht sogar einem Abo. Es ist 2024 und ich würde wirklich gerne mit eurer Hilfe gemeinsam dieses Ziel erreichen. Ihr habt das Video jetzt schon 10 Minuten und 21 Sekunden geguckt. Das heißt, vielleicht hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb und abonniert den Kanal. Was haben wir denn hier? Kontrollraum, das ist wahrscheinlich nochmal mal so ein bisschen administrative Sachen. Aber ich will jetzt mal zum Poolbereich kommen. ne? Oh, guck mal, wir haben ein paar Las hier. So ist es schön gemacht hier auch mit dem ganzen gekachelten Boden. Ein Schnifferino. Was haben wir denn hier für eines? Okay, wir haben einmal äh, die Örtlichkeiten, ne? die dienstlichen Örtlichkeiten. Verstehe. Hier kann man. Ah, okay, man läuft durch die Toiletten natürlich durch, was ja logisch ist, um auch noch mal sich ähm, zu abduschen und dann abzuduschen, so herum. Und dann sehen wir da schon die Wasserrutschen. Oh, yes. Imagine. Stellt euch einfach mal vor, das wäre echt, Leute. Und ihr kommt so in den Raum und ihr seht die Wasserrutschen. Ihr seid schon richtig gehypt, ne? Naja, es ist nicht echt, weil äh, hier sind so, so wenig Menschen hier. Eingang, Sauna, Ausgang. Okay, also lass uns erstmal gucken, wo wir wollen Ich würde sagen, bevor wir unsere Füße in der Sauna hochlegen, wollen wir erstmal ein bisschen in den Plitsch-Platsch-Bereich, Schwimmbecken, Schwimmbecken, Eingang. Okay, hierfür muss ich welches Ticket geben? Ich glaube das Oase-Gym-Ticket. Nö, das Sport-Spaß-Ticket. Ja, das Sport-Spaß-Ticket. Achso, das heißt, das ist gar nicht die Oase, sondern das ist das Sportbecken oder wie? Okay, es geht nach draußen. Also mit den Tickets habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Das könnte man vielleicht nochmal optimieren. Ähm, was zum... so das Wolken darstellen? Das sieht auf jeden Fall verrückt aus. Und das ist die Oase. Die ist sogar so groß, dass ich sie gar nicht mit meinem Reddistance komplett sehen kann. Wir haben unterschiedlichste Becken. Wir haben hier die Poolrutsche. Die gucken wir uns gleich an. Das ist sehr nice gemacht mit dem Fahrstuhl nach oben. Ja, was für ein Luxus. Fangen wir an. Erstmal der Kinderwasserbereich. Und auch das ist super, super schön gemacht hier. Also guck mal, man sieht auch wirklich, das Wasser ist nicht so tief. Äh, es ist richtig gut gemacht. Ich glaube, wenn ich ein kleines Kind wäre, ich habe solche Sachen immer gefeiert. Guck mal, hier wird sogar tiefer. Guckt euch das mal an, was für eine Detailarbeit hier drin ist. Also, mein größten Respekt für diese Detailarbeit tatsächlich, weil das... Ich erinnere mich dran, dass in vielen äh, Spaßbädern das auch so ist, dass man so einen Bereich hat, wo man stehen kann und dann wird es langsam immer tiefer. Und der Bereich ist hier am tiefsten, wo äh, die kleine Wasserrutsche ist. Und dann hast du auch hier so einen Bereich, wo es immer, ne, keine, dann läuft so Wasser von der Decke und dann hast du irgendwo so, also es ist alles irgendwie lustig gemacht. Und dann hast du hier so eine kleine Mini-Rutsche und kannst dich runterrutschen bist glücklich. Also mich hat sowas als Kind immer total angemacht. Sowas fand ich mal richtig nice. Was haben wir denn hier? Hier haben wir unterschiedliche Becken. Ja, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Lauwarmes Becken, wir haben kühles Becken, wir haben ein ein eiskaltes Becken. Finde ich auch witzig, das Konzept, so immer wärmer zu werden. Ähm, wie gesagt, ich hatte das vorhin schon erwähnt, ich hatte einmal die, die sogenannte Therme Erding besucht in München. Das, das, ich war noch nie in einem so großen Bad gewesen und ich kannte das gar nicht und ich fand das... Also ich war jetzt noch komplett erschlagen von den tausenden verschiedenen Becken, in die man reingehen kann. Da gab es Becken mit, mit, keine Ahnung, Jodwasser, Becken mit Salzwasser, Becken mit Wabenwasser, Wasser, Sauna hier, Sauna dort. Also so ein, so ein großes Bad braucht sowas. Auch hier zum Beispiel so ein Kanal, durch den man durchschwimmen kann. Saustark gemacht. So ein Riesenbecken ist das hier. Die sind meistens immer sehr warm. Und das ist sehr, sehr tief, dieses Becken hier. Gibt es eine Grotte? Auf jeden Fall gibt es hier so eine Art. Steinbereich, was das ist das? Das gucken wir uns sofort an. Äh, erstmal habe ich gesehen, dass man hier nach draußen kann. Cool, wenn man so eine Brücke noch hätte. Hier, wie kommt man auf diese Seite? Jetzt muss man komplett drumherum laufen. Ähm, das ist auch gut gemacht, dass man den ganzen Sand von draußen nicht mit reinträgt, diese kleinen äh, Fußbäder, nenne ich das mal. Ähm, Sprungturm, sehr cool, hier geht es nochmal richtig schön nach unten. Hier geht es nach draußen, großer Sprungturm draußen. Da kann man nochmal ordentlich flexen, wenn man einen Bauchplatsche ans Wasser macht. Auchi, auchi. Ähm, ja, Erholungsgebiet mit vielen äh, Möglichkeiten, sich in Ruhe zu sonnen, noch mal ein bisschen Sport zu machen. Okay, das, das ist klar, wie Klosbrühe sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Mit einer kleinen, guck mal, so eine kleine äh, Bar. Oh ja, fand ich auch ganz cool. Und noch im Außenbecken und wieder ein Eingang. Hier, sehr, sehr schön gemacht. Okay, definitiv nice. Was ist das hier? Das, ist scheint mir ein anderer Bereich zu sein. Ne? Sport, Event. Ne, ja, wir schauen mal rein. Da wollte ich auch fünfmal gucken. Was haben wir denn hier? Mh, laufende Runde, laufende Runde. Ah, ich verstehe, hier kann man wahrscheinlich. Ähm, ist es gewollt, dass man das hier anklicken kann? Ich könnte mir vorstellen, ja, ne? Ja, ja, das dachte ich mir schon. Dass man irgendwie ähm, das Ganze starten kann, wie auch immer. Und dann geht es, glaube ich, darum, bei diesen Sportdingen, das ist eine schöne Sportarena, wie das hier gemacht ist, muss ich mir gerade feststellen. Wirklich cool gemacht. Springt man hier rein, schwimmt seine Bahn. Es hat solche Schwimmbecken-Vibes, ne? Allein, wenn man sich das mal anguckt, Leute. Also. Das ist sowas von Schwimmbecken, ne? Also, es sieht sehr, sehr, sehr realistisch aus. Auch jetzt hier mit dem Shade an allem, gefällt mir richtig gut. Äh, man schwimmt auf die andere Seite, berührt dann den Kollegen hier. Und muss wieder zurückschwimmen. Wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Wahrscheinlich kann das Ganze irgendwo gesteuert werden. Fragezeichen. 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 Ähm, durchblicke ich jetzt gerade nicht so genau. Irgendwo wird man es wahrscheinlich starten können. Hier oben sind auf jeden Fall... Nee, die machen noch nichts, die Notenblöcke. Die sind einfach... Nee, doch, die müssen was machen. Ähm, ich verstehe nicht, was diese Notenblöcke machen. Ich verstehe die Technik nicht so genau. Mm, aber ich denke mal, dass das so ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Dass man hier irgendwie ein Event starten kann. Weil wir haben auch hier laufende Runde. Wahrscheinlich muss man hier irgendwie in den Administrationsraum gehen. Wir gucken mal. Von hier oben wirst du wahrscheinlich das ganze Baby steuern können, oder? Nee. Nee. Oh, doch. Ah, doch, da, 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 jetzt hat's begonnen. Jetzt, do, 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 Ding. Okay, genau, das war der Countdown. Der Countdown ist runtergezählt. Jetzt, wie es, glaube ich, so wie ich gerade gesagt habe, man fährt hier rum, berührt das Ding. Und muss wieder zurückschwimmen und das Ding berühren. Ich weiß nicht, muss man das mehrmals machen? Ich bin jetzt sehr, sehr schnell, ne? Ja, zweimal hin und her und ich habe gewonnen und meine Runde ist beendet. Okay, verstanden. Alles klar. Ja. Ähm. Ich glaube, da gibt es nochmal in Ruhe Sachen, wie sie es angucken, aber sehr, sehr mal, Nur für SportlerInnen so ein Bereich. Hier hat man nochmal Umkleiden, etc. Ja, cool. Also sport können ja auch ausgetragen werden. Zurück zur großen Oase. Lassen denn das Wort Oase mit dem. Äh, großen Palmenbereich da. Das ist sehr nice gemacht, der Whirlpool hier inmitten dieses runden Pools. Ich finde ein Pool im Pool ist schon immer sehr cool. So eine Pool-Inception, ne? Ein Whirlpool im Pool. Das ist, also, Ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist, aber die Erfinder des Schnitzel-Cordon werden sich ja auch was dabei gedacht haben. Also finde ich es cool. Auch mit dem Sprungbrett hier. Was ist das? Warteschlange. Ring freimachen. Was? Ring freimachen. Hä? Ring freimachen? Ich verstehe nicht. Erklären Sie mir. Ring freimachen. Hä? Oh. Hä? Oh. Oh, ich glaube, das läuft hier nicht so, wie es funktionieren sollte. Oh. Oh, I see. Okay. Ja. Ich glaube, hier fehlen Dinge. Hier fehlen Dinge, die eigentlich da sein sollten. Ich glaube, ich das richtig sehe, sollten hier, genau. Aha, aha, aha. Irgendwie, irgendwie sind die Dinger nicht da. Frag mich nicht warum. Aber eigentlich. Ah, okay. Wahrscheinlich sind das die Dinger, die da vorne sind, da. Die dürften eigentlich gar nicht sein, oder? Wie hat der Kollege das hier gemacht? Oh, die ganzen Rutschen. Uh, das wird interessant. Okay, das schauen wir uns gleich an. Ähm, aber ich denke mal, das ist das Prinzip, dass hier tatsächlich so ein paar äh, Boote herumlaufen. Und dann konnte man das auch freimachen. Schade, dass es nicht geladen ist. Okay, aber wir haben es jetzt ja gesehen, dass es da ist. Was ist das hier? Was ist das? Einmal Wellenbad. Ach, ein Emerald. Hier wird, hier wird so abkassiert in diesem Bad, ehrlich. Das ist so richtig Kachinga. So. Okay. Yo, das ist geil gemacht. Ja, das ist sehr nice gemacht. Das ist sehr, sehr, sehr nice gemacht, Leute. Das ist super aufwendig, sowas zu machen. Das können, ich weiß nicht, ob das mit äh, Clone-Command oder mit Structure-Blöcken gemacht wurde, aber das ist mit viel Aufwand verbunden. Muss ich mal kurz ein bisschen den Boden. Ja, Structure. Ist es ist Structure. Per Structure-Blöcke wurde es gemacht. Okay, sehr cool. Also, wir haben ein Wellenbad. Auch eine wunderschöne Sache. So, und hier sind die Ausgänge der Rutschen. Das heißt, wir haben fast alles gesehen. Die Rutschen werden safe das Highlight. Deshalb gehen wir nochmal ganz kurz zurück in den Hauptbereich, um uns mal kurz die. Ach, das ist die Oase. Ja, gut. Dann haben wir sie jetzt auch mal gesehen. Die Oase ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Oase mit Pandern und einem Outdoor Teich. Okay, aber ich will noch mal die Sauna sehen und dann freue ich mich auf die Wasserrutschen, weil die Wasserrutschen könnten das Spannendste von allem werden. Ähm, die Saunawelt, Mädchen umkleide, Jungen umkleide, gibt's keine Herrenumkleide? umkleide? Ha! Okay, ähm, so äh, äh, äh. wie? Aber wo geht's weiter? Da wahrscheinlich, Ja, wahrscheinlich einfach hier auf die Druckplatten gehen, ne? Oh ja, ich, ich rieche schon gleich den Wasserdampf. Ja. Yep. Oh, man hört es auch richtig gleich, das Geräusch der Sauna. Und ab in die Sauna. Ooh. Ooh. Automatische Tür, stell dir vor, die funktioniert nicht. Oh mein Gott. Boah. Horror-Szenario. Und die geht auch aus. Ach, die Sauna geht aus, wenn man rausgeht. Uh, das ist auch gut gemacht. Was haben wir hier? Heiße Steine. Ha! Heiß! 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 Okay, und ein kaltes Bad. So, was haben wir noch? Was ist das da vorne? Kalte Duschen. Nee, 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 kalte Duschen. Okay, dann ist das die Sauna gewesen. Alles klar. Aber jetzt kommen wir zum Highlight und zwar den Rutschen. Denn wenn ich das jetzt, also wenn mich mein, mein Sinn hier nicht trügt, sind diese Rutschen automatisiert. Guck mal, diesen Fahrstuhl kenne ich. Das ist auch, glaube ich, der Joecraft-Design. Juhu, ich freue mich mal, solche Designs hier angewandt zu sehen. Ähm, mit welcher Rutsche rutschen wir denn? Ich glaube, da tut sich nichts. Grün gefällt mir es ah, funktioniert nicht. Ich glaube, es liegt an der Version. Man sieht auf meiner Minimap, dass sich da was bewegt. Seht ihr das? Eine Minimap da? Diesen Dötzli? Ah, da oben sieht man es gerade auf der Minimap. Ich glaube, dass das Boot nicht richtig gespawnt ist. Also, dass es irgendwie ein Problem mit dem amos gibt. Und ich glaube, das hat was mit Minecraft zu tun. Das war nämlich, ja, ja. Es gab ein Update von Minecraft. Und immer wenn ein ammo Wasser berührt hat, wurde ähm, er gelöst vom Mam. Deshalb nutze ich mittlerweile das Mamm-System nicht mehr. Also Minecart, Ammo-Stand, Minecart-Prinzip. So, das habe ich damals früher schon benutzt, als ich damals äh, den äh, Redstone-Freizeitpark gebaut habe. Mittlerweile mache ich das anders. Mit einem Offset kann man einstellen, dass ein Minecart-Offset drin ist oder halt per Synchronisierung. Aber die Idee ist halt, dass hier ein Boot ist. Und mit diesem Boot, also dem Ring, rutscht man dann tatsächlich hier die Rutsche so runter, wie es gewollt ist. Das heißt quasi, das Boot wird geguided. Ähm, es ist oh, das ist cool gemacht. Wow, ist das cool gemacht. Sau stark. Okay, es gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, vor allem solche Highlight-Rutschen. Oh, wie cool! Oh, wie nice das gemacht ist. Das ist so hier so eine Pfanne, wo man hin und her rutscht, hin und her rutscht und am Ende landet man die unten. Das also wir sehen, die Rutschen sind auch nicht mehr so langweilig, rutschen. Jede Rutsche kann was. Warte mal, da möchte, da möchte ich gerne nochmal die anderen Rutschen mir auch noch mal kurz auschecken, was die so drauf haben, was die können. Das war die grüne. Ich zeige euch mal ganz kurz eben, hier im Untergrund, seht ihr das? Hier im Untergrund, da, da wäre jetzt, das Boot würde jetzt quasi über dieses Minecraft runterrollen. Das ist ein echt cooles Prinzip. Das müsste ich mir eigentlich... Eigentlich müssten wir... Oh, guck mal. Guck mal, hier so wird das gemacht, dass das Boot sich hin und her wackelt da. Das müsste man für den Freizeitpark theoretisch übernehmen, weil ich glaube, im Freizeitpark fehlt uns auch noch so ein äh, wasser -Blitz -Blitz bereich Fände ich, glaube ich, eine coole Idee, so eine Art. Ähm, Wasserrutschen-Array zu machen. Und da oben sehen wir die Rutsche. Aber leider losgelöst, ne? Oder? Warte, ich, ich aktiviere das nochmal. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Oder ob die vielleicht doch fährt. Mal gucken. Da, doch, da fährt sie. Aber das Offset stimmt nicht mehr. Seht ihr das? Ah, die Amostets, da hat sich irgendwie was mit dem äh, Offset vertan. Das ist sehr ärgerlich. Aber ich würde das mal kurz interessieren. Ne? Das ist schon cool gemacht. Das Boot wird auch dabei immer schneller. Es könnte eigentlich richtig, richtig gut sein, vor allem weil es Redstone Only ist. Und jetzt genau hier dieses Hin und Her, seht ihr? Und zack. Ah, das ist cool. Das ist cool. Oh, der Effekt ist richtig gut. Das gelingt, ne? Der Effekt ist mega gut gemacht. Ma. Das ist sehr schade. Guck mal, das ist interessant. Die rote Rutsche wird gleich interessant. Gucken wir uns die mal an. Also bei der roten Rutsche ist es so, dass... Oh, wie cool es einen Trichter gibt. Und dann gibt es vor allem etwas, das sehr, sehr, sehr gefährlich ist bei echten Rutschen. Es gibt ein paar Rutschen, die das können, aber das macht man, glaube ich, nicht. Das geht nach unten und dann geht es wieder nach oben. Ja, es geht, es ist möglich. Also es gibt Freizeitparks, in denen es tatsächlich Wasserbahnen gibt, wo es auch äh, das Wasser nach oben läuft. Also es ist ein bisschen schwieriger, da werden somit... Ähm, werden so Druckwassergeschosse genommen. Okay, die ähm, Purple-Rutsche ist eine relativ normale Straight-Forward-Rutsche. Ich glaube, das ist die ruhigste Rutsche von allen. Die geht einfach nur hier runter. So hier entlang ein bisschen äh, Lichtelemente, ein bisschen helles Element, während man durch die Halle fährt. Cool wäre es, wenn, wenn sie komplett aus Glas gewesen wäre, dass man auch ein bisschen nach unten noch gucken kann. Dann geht sie ein bisschen im Kreisel und dann kommst du hier am Ende raus. Okay, und zu guter Letzt die blaue Rutsche. Da ist es so, dass wir hier reingehen und es geht dann nach unten, hier entlang und hier entlang und hier entlang. Okay, sieht aber auch unfassbar gut aus. Und wir kommen am Ende... Uh, das ist auch nochmal... Boah, der Shot hier. Guckt euch das mal an. Okay, das ist, das ist ein cooler Shot, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so, zack, zack, zack. Hier entlang, hier runter und raus. Was mich nochmal gerade interessiert, bei der roten Rutsche. Ich starte nochmal. By the way, nochmal so ein kleines Premium-On-Detail. Jedes Boot hat die Farbe der Rutsche. Das finde ich auch nochmal wahnsinnig gut gemacht. Wie ist das hier mit dem Kreisel gelöst? Ja, cool, das Minecraft fährt richtig smooth in den Kreisel rein. Uh, da habe ich echt Lust. Also das motiviert mich richtig, da was im Freizeitpark zu machen, weil mir ist gerade noch eine Idee gekommen, wie man die Animation noch flüssiger machen kann, als wäre es ein echtes Boot. Oh ja. Da habe ich schon ein paar cool Okay, nee, aber das ist echt eine Wahnsinns-Einsendung. Wir können mal kurz eben zum Leiden unserer Framerate, weil es einfach sehr, sehr viel hier ist, die äh, Distance noch mal ein bisschen hochschrauben und sehen noch mal einfach hier den ganzen Wasserpark hier mit den ganzen Rutschen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das echt eine coole Einsendung ist. Aber Leute, wie hat es euch gefallen? Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.